Goldfeder! Ja. Wo ist mein Kupfer? Ich war dein Duell verstrickt, ich bin gleich wieder dabei. Bring mir das Kupfer. Das ist der Plan, Chef. Was? Deins, alles deins, deins. Jetzt kommt nach. Jetzt kommt. Ja. Ist was. Ab jetzt werden nur noch Silbermünzen in den Pool geworfen. Ja? Wollt ihr gleich den Anfang machen? Ihr seid doch wohlhabende Männer. Was ist das für ein hochschwarzer Sein? Für die Freiheit? Sehe ich wohlhabend aus. Für die Freiheit eine Gabe? Was haben wir doch für Freiheit? Für die Freiheit, müssen wir fast. Für die Freiheit. Je mehr ihr mir spendet, umso mehr Freiheit werdet ihr genießen. Für die Freiheit. Ja? Geht es dir gut? Ja, mir geht es hervorragend. So siehst du auch aus. Ja. Nachdem, was alles passiert ist, ein ist das Silber für die Freiheit. Ein Silber für die Freiheit. Sehr schön, sehr schön. Ja, Silber für die Freiheit. Auch hier, ein Silber für die Freiheit. Und meine Kämpfe, nicht mehr meine Kapitäne. Bringt mir meine Kapitäne. Wenn es scheiße war, bringt mir meine Kapitäne. Doch, irgendwie seid ihr viel sympathischer geworden als letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So irgendwie ein bisschen ähnlicher geworden. Ich hätte die gleichen Prinzipien. Und das Chaos-Baller gleich dazu. Ist doch viel zu wenig Silber in meinem Pool. Mehr Silber! Eine kleine Spende für die Freiheit. Ja, mehr, ja. My last cover. I'm sorry, man. It's for you. If it's the last one, then it's okay. Yeah, wunderbar. Mehr davon. Nein. Nur bare Münzen. Was? Ja. Erst. Ich kann aber ich könnte meinen Kragen, der voller Silber ist, in euren Pool schmeißen. Das ist ein Anfang. Ah, mein lieber Avatar, schau. Ein Silber für die Freiheit, Liberio. Oh, ein Silber, das ist viel zu wenig. Guck, wir haben jetzt zwei Silber. Ich habe drei Silber, ich habe einfach ein Gold daraus. Haha, ich habe gerade den Predigerwettbewerb gewonnen. Ich darf nämlich sagen, dass die Ideale der Freiheit und unser, nun sag ich mal, vorbildlicher Umgang mit dem Aspekt der Gier in allen Lagern und in der ganzen Stadt ihre Befürworter gefunden hat. Man ist unendlich stolz auf uns. Ja, und man liebt uns und man schätzt uns und man bewundert, wie unglaublich vorbildlich wir umgehen mit dem Aspekt der Gier, der ja auch ein Aspekt eurer Person ist. In der Tat. Und alle sagen nur noch ein Kupfer und noch ein Silber und noch ein Kupfer und alle sagen, ah, schau dir den Blauen an. Wie der Gier doch frönen könnte, aber sich entscheidet für die Freiheit, aber für die Freiheit aller. Aber zweiten Aspekt nicht dienen, Tiberius? Er ist ja schließlich auch ein Teil von. Es geht darum, die Freiheit endlich in die Drachenlande zu bringen. Die Freiheit, die sie alle verdienen und die sie alle so missachten. Meine Freiheit für das Drachenfest, für die Drachenlande, für euch. Ja? Ich sammle doch nur für euch. Ach ja, ihr habt es, ja. Dann vielleicht ein Kupfer, weil ihr es seid. Schlechte Zeiten, los, Prophetending. Ich kann verstehen. Wir verstehen das und wir machen das natürlich gerne, dass wir das Kupfer und den Banner holen. Das machen wir natürlich immer gerne. Aber ich verstehe nicht, was wollt ihr denn mit ein bisschen Münzen anfangen? Das ist doch nicht eure Natur. Eure Natur ist es, den Kupfer in den Weg zu weisen. Die Kriegsknechte bringen werden, um uns in der Schlacht zu unterstützen. Genügen wir nicht mehr. Ja, ihr bringt mir ja das Kupferbanner, also müsst ihr doch genügen, oder nicht? Wozu denn noch mehr Söldner? Ja, je mehr, je besser. Je mehr Kämpfer auf unserer Seite, umso besser. Je mehr Kämpfer für meinen Weg streiten, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr gewinnen. Dass wir dieses Jahr endlich die Freiheit in die Drachenlande bringen. Nee, aber das wollen wir auch. Die Freiheit im Herzen, sondern das Gold im Beutel. Ohne Freiheit im Herzen sind sie nicht auf deinem Weg. Heißen sie nicht freie Kriegskräfte? Sie folgen dem Gold, ja, und nicht der Freiheit. Wir haben unsere Zahl um das Doppelte. Bringt mir auch gleich das grüne Banner. Das Dreifache. Das grüne Banner ist im roten Lager.
sollen wir jetzt grün und rot noch angreifen? Wenn das nötig ist, um mir das grüne Banner zu bringen, warum nicht? Aber wir werden unsere Bündnisse und Partner nicht verraten. Wollt ihr ein totes blaues Lager? Ja, unser Weg ist nicht der goldene. Wenn wir Gold werden, würden wir unseren Bündnispartner verraten. Wir sind immer der Blaue und wir werden unser Bündnis nicht verraten. Ei! Ich sehe es ja ein. Dann bringen wir das Chaos-Banner, das Kupfer-Banner. Das reicht ja. Ja, das soll ich gerne. Was habt ihr denn alle auf einen? Das würde ich mir niemals anmaßen. Aber ihr wart alle Jahre zuvor ein anderer Avatar. Ihr habt ja gesehen, wie weit es geführt hat. Hat es etwas gebracht? Nein! Aber selbst als ihr doch derjenige wart, der den Weg diktiert hat, wart ihr nie jemand, der den Weg diktiert hat, sondern hat ihn vorgeschlagen und die Leute haben euch gefolgt. Goldfeder? Ja. Ihr habt Angst vor mir? Ja. Warum? Wir haben Angst vor dir und Angst um dich. Weil wenn du den Hals nicht voll genug kriegst, könntest du dich verschlucken. Dann verschlucke ich mich. Ich bin ein göttliches Wesen. Was soll mir schon passieren? Was dir passieren soll? Da draußen stehen mindestens Chaos und der neue Avatar. Zwei, die darauf warten, dass sich irgendeiner von euch Drachengeschwistern verschluckt. Und daran krepiert und die Welt zugrunde geht. Also, ich weiß es nicht, ob es daher kommt, aber wahrscheinlich... Im Silbern war ein schlechtes Ei gesonnen. Nun haben wir wahrscheinlich eines von diesen schlechten Eiern. Wo kommen diese schlechten Eier her? Ich kaufe einfach auf. Ihr tut so, als hätte ich den Aspekt, der euch alle hierher gebracht hat, vergessen. Als wenn die Freiheit in diesem Lager nicht mehr existiert. Ich sehe das, dass ihr alle zusammensteht für diese Freiheit. Doch ihr ignoriert völlig, dass es nicht das Einzige ist, was euch verbindet. Dass es genauso die Gier ist, die in jedem einzelnen Captain wohnt, wenn er ein feindliches Schiff überfällt. Die Gier, die jeden einzelnen Söldner morgens aufstehen lässt. Die Gier, die Freiheit lieben, antreibt, sich das Nötigste zu verdienen, um ihre Freiheit weiter ausleben zu können. Ihr tut so, als wäre die Gier etwas schlecht. Nein, das ist unser Lebensunterhalt. Aber das, wofür dieses Lager steht, sind unsere Werte. Und das zählt mehr als Gold. Nein! Die Freiheit in unserem Herzen werden wir nie vergessen. Und die Liebe zum Meer! Wir sind gierig nach der Freiheit! Wir könnten niemals zulassen, dass uns Gier verbindet. Nur der Wille nach Freiheit und die Liebe zu den Idealen, die du für uns alle verkörperst, Blauer Avatar. Für den Blauen! Für den Blauen! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Hurra! Wir sind befreit auf die Freiheit! Hurra! 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 Der Blaue ist der wahre Sieger! Der Blaue ist der wahre Sieger! Blaue ist der wahre Sieger! Auf dem Fest der Freiheit! Freiheit! Das ist auch gut so, auf den Meeren. Aber hier, auf den Drachenlanden, teile ich mit jedem, der hier in dieser Taverne steht, nur um dich zum Sieg zu führen, damit die anderen Lager lernen, was frei ist. Gierig kann ich auf dem Meer sein. Hier zählt Vereinigkeit zwischen allen Capitanos, allen klugen Mitgliedern und dem ganzen blauen Lager. Komm, Bastardo, stell dich nicht so an, komm wieder zurück, hä? Du kannst deine Freiheit nehmen, so gierig zu sein, wie du willst. Wir bitten dich nur, für uns das Vorbild der Freiheit zu sein, das Kapitäne, Söldner und andere zusammenhält. Und lass dich durch deine Gier nicht selber in Fesseln schlagen. Damit haben wir schon genug zu tun, unsere Gier als Sterbliche, nicht als Götter im Zaum zu halten. Ey, Bastardus, sei gierig, aber teile mit uns, verstehen, aber ich wissen, dass sie gehen auf Schiffe, weil sie wollen sein frei.
darum sie gehen auf Schiffe. Sie verlassen ihre Familien. Sie gehen von dort, wo sie aufgewachsen, wo sie geboren sind, weil sie wollen sein frei. Ich verlasse meinen Stamm, weil ich soll wollen sein frei. Zumindest für das Zeit, bis ich müssen zurückkehren. Und in dieses Zeit, wir alle wollen genießen unsere Freiheit. Natürlich sie dann auch auf dem Meer sein gierig, natürlich. Aber der Grund, warum sie auf das Meer gegangen ist zu sein frei. Würdet ihr mir folgen? Kommt, wir gehen zum Tor der Freiheit! Hey! Helft ihm hoch! Er hat recht. Und ich hatte Unrecht. Zum Kampfplatz. Schützt den Avatar! Wo ist der?